Ich habe ein solches Schwert nicht. Simon nicht gestohlen. Simon Havarin hat es mir gegeben. Warum ist diese Waffe so wichtig? Tut mir leid, euch zu enttäuschen, aber ich habe euer Schwert nicht. Spart euch die Drohungen. Es ist mir. Es ist jetzt meins. Nichts, was ihr sagt, wird mich dazu bewegen, es zurückzugeben. Warum ist die Waffe so wichtig? Die Klinge ist ein Silberschwert, eine Waffe, die unserem großartigen Anführer von unserer Königin selbst anvertraut wurde. Sie kann weder hergegeben noch verkauft werden. Wer so etwas tut, verwirkt sein Leben. Eure Worte können tanzen, wie sie wollen, aber wir wissen, dass Simon Havarin es hatte und es euch übergeben wurde. Es wird zurückgegeben. Ihr könnt die Übergabe gar nicht gesehen haben, vielleicht lügt Simon. Wenn es euch so viel bedeutet, werde ich es zurückgeben. Ich entschuldige mich im Namen dessen, der es genommen hat. Tut mir leid, aber ich habe es schon lange abgelegt. Es war eine wenig imposante Waffe, deshalb habe ich sie weggeworfen. Nein, werde ich nicht. Es ist jetzt mein Eigentum, obwohl ich den Reiz darin gar nicht erkennen kann. Nehmen wir mal die 1 einfach. Dem ist nicht so. Ich glaube, ihr seid zu plump, um ein solches Ereignis zu verbergen. Ich denke, ihr werdet hier sterben und wir sehen, ob euer Leichnam das Schwert dabei hat. Okay. So viel zu denen. Ja, nebenbei, Gefangenschaft der Gedankenschinder. Ich bin erneut auf die Gifienki getroffen. Sie haben sich in einer Höhle ausgeruht und waren ziemlich überrascht darüber, dass ich die Stadt der Edifinleben verlassen konnte. Die Sache mit dem Silberschwert, das man ihnen offensichtlich gestohlen hatte, ließ ihnen immer noch keine Ruhe. Es spielte keine Rolle, was ich zu sagen versuchte. Die Angelegenheit endete mit einem Blutvergießen. Ja. Gut, ich dachte vielleicht, ich krieg jetzt dadurch den Griff der Klinge früher, aber dem ist jetzt nicht so. Weil ich hatte die Jungs nie befreit. Und ich glaube auch nicht, dass ich ihnen das Ding zurückgeben kann. Habe ich ein Autosave? Ja, mal einfach probieren, was passiert, wenn ich ihnen die Klinge anbiete. Ob sie dann immer noch pisst sind oder ob sie mich dann immer noch töten wollen. Ah, nein, hier sind sie. Nun gut. Weil, wie gesagt, als ich damals Baldur's Gate 2 durchgespielt habe, habe ich den Elfinen Dungeon nie gemacht und hatte diese Begegnung nicht. Was immer ihr wünscht. Ihr lebt! Die Illithiden haben euch ziehen lassen. Erstaunlich. Es sei denn, ihr macht gemeinsame Sache mit ihnen. Ich warne euch, wenn ihr ihnen dient, werdet ihr das Schicksal der Illithiden teilen. Ihr gebt es zurück, einfach so. Ich hätte nicht gedacht, dass es ohne Blutvergießen abgeht. Doch eine Schuld muss doch gesühnt werden. Dass ihr zurück seid, ist bewundernswert, doch in allen Aspekten seid ihr niederträchtig. Ich bedauere, was zu tun ist, aber es muss Genugtuung geben. Ich warte. Schon erledigt. Ja. Nach Datum. Die Dienerin denn aber gerne. Jetzt sollte eigentlich die Klinge hier rumliegen, oder? Ja. Und sie ist wieder unidentifiziert. Ernsthaft. Aber ja, das war wenigstens die bessere Wahl. Ja, wenn ihr es wollt. So, wir können sie aber instant identifizieren. Ich hoffe, ich habe sie jetzt nicht doppelt hier drin, oder? Silberklinge. Aber eigentlich stand da, dass ich den Gegenstand verloren habe. Von daher
Fragt natürlich. Sollte das egal sein. Okay, das heißt, das ist trotzdem so ausgegangen. Ja, Kälter und werft die... Wobei, gucken wir mal, ob wir sie bei einem Händler verkaufen können. Ihr müsst eure... Das ist der falsche Eingang gewesen. Das ist immer noch der Drachenhort. Euer Wunsch ist mein Begehr. Das heißt, ich schnapp mir jetzt auch übrigens mal Imoen und... Harry? Mit ordentlich vielen Identifizierungszaubern. Damit wir noch die ganze Ausrüstung identifizieren können, die wir da zurückgelassen hatten. Keine große Herausforderung. Fertig, was meint ihr denn jetzt? Sprecht, wenn ihr wenn zu mir höflich, aber wow. Ich brauche nicht eure übte Sorte hier. Könnt ihr mir bitte sagen, was an eurem Schiff beschädigt war, dass es hier sein muss? Trafen auf einen Strudel im Astralmeer und konnten uns beschädigt auf die materielle Ebene schleppen. Heil und versiegelt muss der Rumpf sein, dann können wir fahren. Ja gut, du? Wagt es nicht, Anweisungen der Mutter Oberin in Frage zu stellen. Okay, die können wir nicht verkaufen. Gut. Also hier. Viel Spaß mit denen. Nö, ja, mit dir will ich keinen Spaß haben. Haus Gerard. Oh, ich habe den Schutzstein. Hier drin noch, oder? Oder habe ich ihn gar nicht mehr? Nee. Ich glaube, ich habe den Schutzstein nicht mehr. Komm entsprechend auch nicht mehr da rein. Okay. Gut. Das heißt, wir können das Zeug gleich abgeben gehen. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Das heißt, alles, was so verkaufbares Zeug ist, kann man zu Keldon. So, da hatten wir noch Armbrustbolzen übrig. So, da haben wir das mal los. Ja. Naja, hier ist auch alles ziemlich voll.
Schmetterhorn und Zepter der Auferstehung sind hier drin gelandet. Ja, gut. Mal gucken, was passiert, wenn ich hier auf offener Straße schlafe. Nix. Ich kann hier nicht schlafen. Okay. Das heißt, wir machen gleich weiter. Ihr müsst eure Gruppe erst... Nun gut. Okay, das da ist... Ja, die Mutteroberin. Ich warte. Was möchtet ihr? Tretet vor mich. Ah, die Spinnenkönigin lacht uns an. Unser gewagtes Spiel bleibt nicht ohne Folgen, Tochter. Euer Champion hat uns das Blut gebracht, das wir brauchen. Preis läuft, das Ritual kann beginnen. Bis bald wird unbezweifelt das dominierende Haus über Ustnatter herrschen. In der Tat, aber wir müssen vorsichtig sein, Tochter. Immer vorsichtig. Das Ritual konnte gestört werden, bevor es abgeschlossen ist. Da sehen wir, der könnte uns gefährlich werden. Wollt ihr die Stadt abriegeln, Mutter? Ja, wir können uns nicht von außen gestört werden. Ich werde jetzt gehen und die richtigen Vorbereitungen treffen. Das soll in der Tat ein großartiger Tag werden. Weltrin, ihr habt im Hause des Pader den größten Dienst erwiesen. Ihr werdet ein Weibchen ohnesgleichen sein. Reichtümer und Sklaven sollen euch gehören. Ich werde mich darum kümmern, sobald das Ritual beendet ist. Jetzt ist die Zeit für euch gekommen, euch auszuholen. Es gibt nichts mehr, was ihr unter Beweis stellen müsst. Nun, ich bin mit ihr noch nicht fertig. Weldrin kommt in meine Privatgemächer. Ich erwarte euch dort in einer Stunde. Das ist keine Bitte. Ja, Erfahrung erhalten. Das könnte ich wieder hochstellen. Wir haben ja zum Glück nur gegen die Gift gekämpft. So, Privatgemächer. Tretet vor mich. Ich dachte, ich hätte euch fortgeschickt. Weldrin ruht euch aus, wenn ihr müsst, aber stört mich nicht weiterhin oder ihr werdet zu spüren bekommen, wie schnell man bei mir in Ungnade fallen kann. Oh, falsche Mutteroberin. Entschuldigung. Ich bin mit dem Blut zurückgekehrt und Mutter Adus war sehr erfreut. Sie erwähnte, dass sie vorhat, ein Ritual durchzuführen und bevor sie damit anfängt, wollte sie die Stadt versiegeln. Ich nehme an, es bedeutet, dass niemand hinein oder heraus kann. Sie sagte auch, dass die Silberne am Betreten gehindert sei. Offensichtlich weiß sie etwas über die Eier des Silberdrachens. Mutter Adulens empfahl mir, etwas auszuspannen, aber Ferder ordnete an, sie in einer Stunde in ihrem Gemächen aufzusuchen. Sie hat anscheinend etwas anderes im Sinn. Welche sind ihre Gemächer? Das sind Eiwächter. Mit Hilfe des Schicksals und der Macht werden wir die Vorherrschaft erlangen. Ja gut, da müsste ihr Gemach in Dings sein. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Im weiblichen Kämpferhaus. Keine große Herausforderung. Ja, Gesellschaft der weiblichen Kämpferin. Und jetzt habe ich auf jeden Fall viel mehr Platz. Ja, das ganze Zeug irgendwann verkaufen. Seelenschnitter. Das, was nachher von den Armbrustbolzen übrig ist, die Imoen mit sich rumschleppt für die Armbrust, das können wir auch verkaufen. Wenn wir dann wieder zum Bogen greifen müssen. Warum sehe ich zwei von ihr? Schon wieder. Welding, gut, ich habe einen Plan. Ein Plan, der mich zum Kopf des Hauses des Pana macht, wenn wir unseren Platz als rechtmäßig regierendes Haus von Ustnatter einnehmen. Ihr spielt in meinem Plan eine Rolle. Ohne eure rechtzeitiges Erscheinen hier wäre nichts von all dem möglich. Tut, was ich sage, und eure Belohnung wird unermesslich sein.
Lehnt ab und nun... Warum solltet ihr ablehnen? Ihr könnt dabei nur alles gewinnen, Veldrin, alles. Dieser Plan kann nur zum Erfolg führen, wenn ihr die Mutter Oberin betrügt. Wollt ihr das tun? Eure Antwort wird überlegt sein.